Jungfrau. Dafür müssen Sie sich nicht schämen. Ich bin es auch. Noch. In Geldfragen muss bei Ihnen alles seine Ordnung haben. Und die einfachste Ordnung ist die, Sie verdienen das Geld. Das Geld geben Sie der 0815-Bank, wir legen es an. Wo genau? Das wissen nur die Sterne. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live aus Köln, natürlich nur im OFC Fanradio Web-TV. Ja, bei Viktoria gastiert Kickers Offenbach im dritten Testspiel. Da gab es ja die Rheinland-Connection, einmal in Gladbach, einmal in Leverkusen und jetzt in Köln. Nimmt man diese Serie, haben wir zunächst in Gladbach verloren, dann in Leverkusen gewonnen, so wird es heute ein Unentschieden werden. Nein, das wollen wir nicht. Und wenn ich sage wir, dann stelle ich ihn vor, meinen kompetenten Kollegen, da ist er, Tobi Bach. Hallo und herzlich willkommen. Hi, hallo Lars, hallo Kickers-Fans. Ja, wie der Lars angesprochen hat, sind wir schon wieder im Rheinland. Das dritte Mal gegen Regionalliga-West-Gegner. Diesmal aber ein richtig gutes Kaliber, guter Gegner. Viktoria ist Vierter in der Liga. Also im Vergleich zu den beiden Amateurmannschaften, gegen die wir gespielt haben, ein wohl besserer Gegner. Ja, dann das ist ein echtes Top-Team, das kann man gar nicht anders sagen. Sie stehen dort oben in Lauerstellung und, ja, glaubt man den Verantwortlichen, sind sie fest davon überzeugt, dass sie nochmal ganz, ganz nach oben angreifen und eingreifen ins Geschehen. Und sie haben jetzt in den nächsten Tagen gleich zwei Nachholspiele, wie auch immer. Und dann will man, ja, wirklich nochmal da vorne den Angriff wagen, oder? Genau. Zwei wichtige Spieler haben sich jetzt verletzt gehabt. Da will man direkt nachlegen jetzt mit neuen Verpflichtungen. Es sollen noch 4 neue geholt werden in der Winterpause jetzt, obwohl auch schon ein Neuzugang dabei ist. Gleich kommt der Angriff. Jetzt geht's los. Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel und am Ball. Tobi, ich habe dich unterbrochen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, bei Köln, Viktoria im Kader, genau. Die haben Ansprüche nach oben. 9 Punkte Rückstand allerdings auf den Aufstiegsplatz. In der Regionalliga West steigt ja nur einer auf. Und wie gesagt, 4 Neuzugänge wollen sie jetzt noch holen. Also da kann auch investiert werden. Finanziell steht Viktoria ziemlich gut da. Ein Investor sorgt dafür, dass da immer Geld reinkommt und Spieler nachkommen. Deswegen, jetzt gehen wir mal aber ins Spiel. Viktoria spielt sich den Ball hinten in der Viererkette zu. In schwarzen Trikots. Verlagert das Spiel auf die linke Seite. Und hat den Ball sicher noch in den eigenen Reihen. Ja, wir haben heute mal einen Doppelstream gemacht. Das heißt, der herkömmliche Stream, der ist zu sehen. Also ursprünglich hatten wir die Meldung abgegeben, es wird nur der Einzel-Video-Stream zu sehen sein. Nein, es wird beides da sein. Ihr könnt also ganz normal in den herkömmlichen Audio-Stream klicken. Dort kriegt ihr alle weiteren Informationen, was Aufstellung, Spielzeituhr und alles das angeht. Seid rundum informiert und könnt chatten. Und aber nur gucken, wir brauchen die wieder. Und jetzt werden wir hier noch belagert und der zweite Stream dient also dazu, dass man das Ganze ein bisschen interaktiv gestaltet. Und da werden wir auch gleich die aktuelle Aufstellung nochmal einstellen. Das war nicht so ganz einfach, Tobi, denn wir haben hier zwar eine Aufstellung bekommen, aber hier gab es eine Kuriosität. Genau, wir haben unseren Aufstellungsbogen bekommen, aber leider sind auch bei beiden Startformationen nur 10 Spieler dabei. Bei den Kickers haben wir jetzt schon rausgefunden, wer gefehlt hat, nämlich unser Neuzugang Markus Müller. Der war bei Viktoria anscheinend noch nicht bekannt. Bei Viktoria ist es so, da habe ich noch kurz mit dem Hausmeister gesprochen hier, dass da vielleicht auch ein Neuzugang schon in der ersten Elf ist. Das kann durchaus sein, weil da auch nur 10 Mann dabei sind. Kann sein, dass da auch schon ein Neuzugang, der jetzt frisch reingekommen ist heute, zur Viktoria auch von Anfang an direkt spielt. Da müssen wir nochmal schauen, wer das ist. Das haben wir noch nicht erkannt. Der Lars gibt euch gerade die Aufstellung ein, während die Kickers jetzt knapp in der Hälfte von Viktoria Einwurf haben. Ja, aber du könntest ja in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen verlesen, wie genau. Denn die Kickers spielen, in welcher Formation. Ich verlese euch schon mal die Aufstellung von den Kickers durch. Im Tor spielt wieder Daniel Endres von Anfang an. Dann haben wir noch Jasula, Schwarz, Wittke, Becker, Čapek, Meier, Wilke, Schulte, Manga, Fitsch und Müller.
Und Müller holt auch gerade einen Einwurf direkt an der Eckfahne raus. Schauen wir mal, ob das jetzt was Gefährliches gibt. Die erste Offensivaktion von den Kickers. Dennis Schulte geht zum Einwurf raus. Wirft ihn erstmal zurück zu Jasula, der wieder mit Maske spielt. Schön durchgespielt auf Becker. Becker will einen 16er ziehen, aber der Ball wird ihm abgeluchst von Victoria. Und Victoria Freistoß weit hinten in der eigenen Hälfte. Und jetzt haben wir auch in unserem klassischen Stream die Aufstellung eingestellt. Zwar nicht in taktischer Formation, aber im Laufband, so können wir das ein bisschen schneller immer dann korrigieren. Ja, hier ein, wie soll man sagen, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber dennoch absolut, ja, nicht nur Viertliga, sondern Drittliga, vielleicht sogar Zweitliga-taugliches kleines Stadion. Haupttribüne ist zumindest sehr, sehr groß und recht komfortabel ausgelegt. Gegengerade Stehplatzbereich mit Zaun. Jetzt aber der OFC erst einmal. Schauen wir, die Kölner können klären. Aber der OFC presst auch hier früh drauf. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, ne? Genau, das sieht gut aus. Bisher ist noch nicht viel passiert. Spiel hauptsächlich Mittelfeld. Auffällig ist, dass viel gesprochen wird, sehr laut auf dem Platz. Und Victoria hat den Ball im Mittelfeld, aber Jasula ist wieder direkt da. Wie in Leverkusen schon sehr präsent im Mittelfeld. Hat auch wieder seine Maske auf. Aber jetzt hat sich Victoria kurz durcharbeiten können über die rechte Seite im Mittelfeld. Müssen wir kurz aufpassen, in 16er Nähe, aber sie spielen wieder zurück. Spielverlagerung auf links. Čapek und Mangafić schaffen es zusammen, den Ball sie wieder in die Kickers reinzubekommen. Und Wilke und Jasula bauen das Spiel wieder auf. Ja, und auch heute könnt ihr aktiv mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Das haben wir ja auch im Leverkusen-Spiel schon gemacht. Also fanradio@ofc.de. Ja, schreibt uns und dann grüßen wir euch. Und jetzt der OFC im Vorwärtsgang. Wilke, Crosspass, ja, über 45 Meter direkt an die Strafraumgrenze. Schnell abgezogen. Da macht er sich ganz schön lang. Der Torhüter, in dem Fall ist es Michael Vogel, hat parieren können. So, ich habe schon mal ein bisschen die Mannschaft von Victoria durchgegangen. Da ist die unbekannte Spieler, ist die Nummer 29. Das ist der Rechtsverteidiger von Victoria. Schauen wir mal, wie der sich so schlägt. Der ist erstmal unbekannt jetzt für uns. Ja, für die, die später eingeschaltet haben, 0:0 steht es noch. Aber es ist ja auch noch nicht lang gespielt. 5 Minuten 13 Sekunden kann man nachvollziehen, inklusive Chat und Aufstellung im Laufband auf unserem herkömmlichen Stream. Und dort ist ja eben auch das Bild jetzt zu sehen, also ein Kombi-Stream heute. Nur für die, die etwas später eingeschaltet haben, sage ich es einfach nochmal. Das ist vielleicht dann doch etwas komfortabler für euch, wenn ihr euch auch noch ein bisschen mit unterhalten könnt. Stefan Hickel, den haben wir hier schon getroffen. Ein alter Bekannter, wird nachher bei uns hier auch zum Interview kommen. Ist ja ein lustiger Vogel. Manche sagen ein bisschen zu lustig, aber ganz so lustig ist es nicht. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr erfahren, denn er ist, ja, wie das schon öfters in seiner Karriere war, wieder mal verletzt. Mehr nachher dazu. Jetzt aber erst einmal die Victoria. Genau. Baut langsam auf. Hat den Ball hinten in den eigenen Reihen. Victoria versucht es bisher hauptsächlich spielerisch nach vorne zu kommen, nicht mit langen Bällen. Vielleicht kann man auch sagen, dass die Kickers hinten mit Mangafić rechts, als Rechtsverteidiger spielen. Die Innenverteidigung bilden Wilke und Meier, der nach innen gerückt ist. Linksverteidiger Schulte. Jasula davor, zusammen im zentralen Mittelfeld mit Wittke und Schwarz direkt davor. Ganz vorne unser Neuzugang Müller. Čapek ist erstmal über rechts außen und Becker versucht sein Glück über links außen. Victoria wieder im Ballbesitz. Sechs Minuten gespielt, noch nichts Großes passiert. Victoria aber hauptsächlich im Ballbesitz. Ja, die Victoria hat ja große Ambitionen, Tobi. Man könnte auch sagen, das Team der großen Namen. Du hast, wie wir nicht kennen, wieder recherchiert und so einiges Interessantes.
Genau, also Viktoria, wie ich schon vorhin angesprochen habe, noch gerade vor dem Spiel. Finanziell sieht es da ziemlich gut aus. Ein Investor sorgt dafür, dass da immer Geld reinkommt. Deswegen sind auch gute Spieler da. Vor der Saison, also in der Sommerpause, gab es da ziemlich hohe Fluktuation. 20 neue sind gekommen, 22 Spieler sind aber auch gegangen. Also es ist ähnlich wie bei uns quasi ein ganz neues Team. Nur leider halt auch mit ein bisschen mehr finanziellen Möglichkeiten. Markus Stegmann spielt zum Beispiel vorne im Sturm, hat schon zweite und dritte Liga gespielt, unter anderem auch für Darmstadt und Unterhaching. Ansonsten erstmal die zweite Mannschaft, zweite Garde eigentlich von Viktoria in der Anfangself heute. Die bekanntesten Männer sind erstmal auf der Bank. Ja, und da gab es ja noch einen ganz großen Bekannten. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der OFC macht. Der kommt nämlich jetzt über die rechte Seite und das, ja, gefällt mir doch ganz gut. Zapek, ja, wunderbar reingeschlagen. Allerdings Müller, obwohl er hochgestiegen ist, ganz, ja, präzise war das dann nicht und da konnte er einfach nicht rankommen, obwohl er ja genau das als seine Spezialität auch beschrieben hat, die hohen Bälle. Aber der war einfach zu hoch. Ja, ich sage, es gab noch einen ganz großen Prominenten hier, Albert Streit. Genau. Aber der hat sich wieder, wie er schon das bei anderen Stationen vorher gemacht hat, ein bisschen aus dem Fokus gespielt, indem er kleine Rangelei angefangen hat. Kleinen Eklat gab es da. Der neue Trainer im Sommer, Pele Wollitz, ist da gekommen, früher auch bei Osnabrück, ziemlich bekannter Mann. Hat ihm eigentlich im Sommer wieder eine Chance gegeben, aber dann bei einem Eklat beim Training kam es wieder dann zu einer Suspendierung von Streit, der dann direkt weitergezogen ist jetzt im Winter zur Fortuna nach Köln, die jetzt aber Erster sind. Lokalrivalen, kann man sagen. Genau, Lokalrivale. Mhm. Der aber auf dem ersten Platz ist, Viktoria, mit den finanziellen Möglichkeiten nur auf dem vierten Platz mit 9 Punkten Rückstand. Mhm. Ja, zuschauertechnisch heute sehr, sehr spärlich, aber ist ja, denke ich, auch der schwierigen Anstoßzeit geschuldet, ganz klar. Alles in allem vielleicht 50 Zuschauer. Nur, wenn man sich das mal so betrachtet, einerseits die großen Ambitionen, die großen Namen, das viele Geld hier bei Viktoria. Auf der anderen Seite, ja, hat sich das noch nicht so richtig in Zuschauerresonanz niedergeschlagen. Beim Derby gegen den FC Köln waren es 850 Zuschauer hier beim Heimspiel. Und man hat, denke ich, durch den Besuch von Rot-Weiß Essen und anderen Teams, die viele mitbringen, einen Schnitt von, na, so um die 1000, glaube ich, ne, Tobi? Ja, genau. Aber es liegt, wie du schon sagst, einfach auch an den Vereinen hier in der Region, die dann auch mal Fans mitbringen, die dann eine höhere Fankultur haben, als Viktoria hat. So, Viktoria hat die erste Ecke. Ja, das notieren wir in der 11. Spielminute. Ganz in schwarz gekleideten Kölner. Mal schauen, großer Auflauf jetzt im Offenbacher Strafraum. Mit dem Kopf verlängert, dann schön geklärt. Nachschussmöglichkeit. Aber das gibt keine Probleme. Abgezogen hatte da Christian Schlösser. Das hätte aber gefährlich werden können. Der Kopfball war jetzt nicht so weit geklärt. Der hätte weiter rausgemusst. Eigentlich eine gute Schussmöglichkeit für Schlösser von Viktoria. Aber er verzieht weit am Tor vorbei. Nicht annähernd Gefahr für das Tor von Daniel Endres. Da ist er im Bild. Unser Eckes. Ein Dank an dieser Stelle an Katharina Lasan, unsere hervorragende Kamerafrau, die heute auch, ja, richtig Großaufnahmen macht und immer auf Ballhöhe ist. Jasula hat natürlich wieder den Helm auf. Ich glaube, er schläft auch mit Helm, Tobi, oder? Hast du das schon recherchiert? Das weiß ich noch nicht genau. Beim Warmmachen hat er sich jedoch noch ohne Maske gezeigt. Müssen wir mal die Freundin fragen. Eine Freundin hat er auf jeden Fall, das habe ich schon recherchiert. Tja, so die Freundin, denn jetzt hier eingeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dein Freund, ja, sieht ganz, ganz schick aus mit dem Helm. Und ja, er spielt auch eine ordentliche Partie. 0:0, 12 Minuten gespielt. Ja, ich würde sagen, ausgeglichenes Spiel mit leichten Feldanteil-Vorteilen für die Viktoria. Genau, das sehe ich genauso. Man merkt schon, dass da ein bisschen mehr Substanz vorhanden ist bei Viktoria gegenüber jetzt vor allem dem Leverkusen-Spiel der zweiten Garde von Leverkusen.
trotz dass die Viktoria hier mit der zweiten Elf antritt, bekannte Leute wie Andrew Sinkala, Mike Wunderlich, der auch schon beim FSV Frankfurt gespielt ist, bei uns da in der Gegend bekannt ist, oder Fatih Chandan, Silvio Pagano, die so die Topscorer in der Mannschaft sind. Sie sitzen allesamt auf der Bank. Gute Kopfballgelegenheit von Viktoria, schön über rechts außen durchgespielt. Und da kommt die Nummer 11 von Viktoria, David Müller, mit einem guten Kopfball hier an den Ball, der aber zu zentral platziert ist und deswegen keinerlei Probleme für Daniel Endres darstellt. Kickers bauen langsam auf über die Innenverteidiger. Wilke ist wieder dabei, der heute mit Stefano Meyer das Innenverteidiger-Duo bildet. Ja, jetzt geht's über links erst nochmal zurück. Dann wird die Seite gewechselt. Wilke. Ja. Ja. Warum denn nicht nochmal zurück zum Kollegen? 0 Yards Raumgewinn, würde ich sagen. Genau. Kickers lassen es langsam angehen. Da passiert nicht viel. Viktoria geht mit 2 Stürmern drauf, aber Stockfehler von Wittke. Kickers bleiben aber am Ball. Blacky Schwarz sammelten auf, verlagert auf links und da ist jetzt ein bisschen Platz, wäre da gewesen, aber der Pass von Dennis Schuld geht in den Rücken von Fabian Becker. Da wäre mal ein bisschen Platz über links außen gewesen für Fabian Becker, aber ungenaues Zuspiel. Viktoria wieder am Ball. Ja, auch die haben es nicht allzu eilig. Kommen jetzt auf Höhe der Mittellinie. Das ist Yannick Löden. David Müller. Ja. Ja, Čapek hat gut hinten mitgeholfen. Der Mangafitsch da ein bisschen helfen muss über die rechte defensive Seite von uns. Ja, viele technische Fehler noch dabei im Spiel. Viele Ballverluste dadurch. Christian Schlösser, ja, der den Ball dann in die Mitte reinspielt, dann allerdings das Missverständnis. Da war Viktoria mal schön am Drücker, die Kickers kamen zu spät, Mangafitsch resultierte dadurch quasi ein Foul dadurch, dass er zu spät kam. Da liefen die Kickers kurz mal ein bisschen hinterher, aber nichts Gefährliches daraus resultiert. Für die, die später eingeschaltet haben und die, die nicht den herkömmlichen Stream, den wir auch noch mit aufgeschaltet haben, sehen können, sagen wir es nochmal, 0:0 steht's, 15 Minuten gespielt, relativ ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Viktoria. Und Tobi, ja, wer spielt denn, wer ist denn auf dem Feld für den OFC? Für Viktoria meinst du jetzt? Naja, wir können auch die Viktoria nennen, aber ich dachte also, für den OFC, für die OFC-Fans, die später eingeschaltet haben. Also, aber gut. Dann gehen wir die nochmal durch. Daniel Endres spielt im Tor. Hinten haben wir Mangafitsch, der heute Rechtsverteidiger spielt. Innenverteidigung bildet Marcel Wilke, der gerade am Ball ist, Stefano Meyer, Linksverteidiger Dennis Schulte. Über rechts außen versucht sich zumeist Christian Čapek. Kevin Wittke spielt zentral, der gerade jetzt hier rechts außen gefoult wurde. Als Sechser vor der Abwehr agiert Jürgen Jasula. Matthias Schwarz haben wir noch. Fabian Becker spielt links außen, unser Neuzugang. Im Sturm Markus Müller. Aber da wir ja faire Sportsleute sind, aber jetzt schauen wir erstmal den OFC, der ist dort im Vorwärtsgang. Will ich deinem Wunsch folgen? Du hattest ja schon mal ausgeholt und wolltest die Viktoria nennen. Hier ist sie. Im Tor spielt Michael Vogel, das ist der Ersatztorwart von Viktoria. Jetzt aber erstmal die Möglichkeit für den OFC, schön durchgewurschtelt und dann war es ganz, ganz knapp links am Tor vorbei. Wer war das genau? Blacky Schwarz. Ich denke auch, das müsste Matthias Schwarz gewesen sein. Also das war jetzt vielleicht die beste Möglichkeit im ganzen Spiel. Genau, das war die beste Möglichkeit. Steht 1:0 nach Chancen für den OFC. Genau. Schöner Schuss von Schwarz mit dem rechten Fuß abgeschlossen, aber leider knapp drüber. Kriegen wir es nochmal zu sehen, hier in der Zeitlupe sozusagen. Ja, in der Tat. Und dann geht er ganz knapp links oben vorbei. Interessant, dass wir jetzt hier auch die Wiederholung nochmal haben auf unseren Monitoren. Ich war gerade bei der Aufstellung von Viktoria. Da haben wir noch Yannick Löden, Mirko Born. Oh, Čapek. Ja, da wäre fast belohnt worden für sein
Ja, frühes Pressing. Und du siehst es, irgendwie soll es nicht sein mit der Viktoria. Nee, das brauchen wir gar nicht, fast gar nicht mehr weitermachen. Ich komme nur Spieler pro Spieler weiter. Schauen wir mal, was Gefährliches passieren könnte. Der Ball ist gerade im Mittelfeld. Steht man jetzt von Viktoria über links außen, vorne gegen Stefano Meyer. Aber Jasula hilft mit. Ja, den Ball wunderbar gut gemacht von Jasula. Dann probiere ich es mal weiter mit der Aufstellung von der Viktoria. Bei Mirko Born war ich stehen geblieben. Das ist der letzte Neuzugang, kam von Twente Enskede aus der Jugend. War deutscher und Junioren-Nationalspieler. Christian Schlösser mit der 10. David Müller, Sebastian Spinrad, Andreas Akbari, Lukas Muskulus, der angesprochene Markus Stegmann, Klaus Koster, auch ein bekannter Mann aus der zweiten Liga von Osnabrück. Und Dennis Weiß ist der Mann, der uns vorenthalten wurde hier von der Aufstellung, aber den haben wir auch schon herausgefunden, haben wir auch schon recherchiert, wer das ist. Ja, da haben die von uns so einen kleinen Aufmerksamkeitstest hier abverlangt, denn auf der Aufstellung standen jeweils nur 10 Akteure. Aber Tobi sieht und hört einfach alles und hat dann gleich mal nachgelegt. Ja, das, was man hier so im Hintergrund hört, sind nicht etwa die Fans, die Zuschauer, das sind die Spieler, die hier ihre Kommandos abgeben. Das ist das Schöne dabei, wenn das Stadion so leer ist, man hört schön, wie laut es auf dem Platz ist, die einzelnen Rufe von den Spielern, die Absprache untereinander. Also Zapek hier sehr, sehr motiviert, ich will nicht von übermotiviert sprechen, aber unheimlich bissig, geht ganz früh drauf, eben wäre es ja beinahe schon von Erfolg gekrönt gewesen. In jedem Fall ist er top motiviert. Genau, ist erstmal wieder jetzt im Kader dieses Jahr. Mangafit spielt auch von Anfang an, die beiden, die verletzt waren, auf der rechten Seite vereint. So, kleiner Stolperer da von Klaus Koster in der Innenverteidigung. Und Viktoria baut langsam auf über Muskulus, der diesmal einen hohen, weiten Ball quer über den Platz. Ein Diagonalball schlägt er, aber abgewehrt wird von Dennis Schulte und Einwurf für Viktoria. So, jetzt wird ein Ball gesucht. Spinrad haut von der Bank mal einen rüber. Und das Spiel kann gleich weitergehen. So. Viktoria spielt den Ball wieder zurück und versucht wieder langsam über die Innenverteidiger aufzubauen. Klaus Koster am Ball. Auffällig ist, dass sie es wirklich sehr viel mit flachen Bällen versuchen. Sie wollen sich spielerisch flach nach vorne kommen. Schöner, wunderbare Aktion und noch perfekter der Abschluss. Besser geht's nicht, wie aus dem Fußballlehrbuch. Über die linke Seite kam die Bananenflanke und dann stand der Gold richtig in der Mitte. Trifft zum 1:0. Tobi, wer war's? Markus Stegmann, auch schon angesprochen. Tja, einst bei den Lilien. Genau, und auch schon bei den Unterhaching in der dritten Liga aktiv. Interessanter Fakt heutzutage, der hat auch schon mal 5 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund gemacht, 2005. Jetzt ist er 1 bis 2 Ligen weiter unten aktiv. Aber hat noch sein Können gezeigt. Es war wirklich schön in den Ball reingegangen, schöne Flanke. Wie ich schon angesprochen hatte, spielerisch ist da wirklich was vorhanden. Spielerisches Potenzial ist auf jeden Fall da bei Viktoria. Das hat man direkt gesehen. Das ist wirklich ein guter Test heute für unsere Mannschaft, für die Kickers, weil gegen Leverkusen, da war vom Gegner jetzt nicht so viel zu sehen. Heute bin ich mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft, wie die Kickers sich jetzt nach dem Rückstand weiter präsentieren. So, Becker am Ball. Oh, da vergisst er den Ball. Will nach vorne sprinten, vergisst aber den Ball. Verlagerung auf Mangafit, der den Ball schön verarbeitet. Jetzt müsste nur noch jemand frei sein. Čapek war nach innen gelaufen. Ja, ein bisschen zu wenig Bewegung da von den Kickers und Čapek haut den Ball einfach mal blind nach vorne. Becker mit dem Kopf dazwischen, aber Viktoria am Ball. Ja, Jasula wieder heute sehr präsent im Mittelfeld, muss man ihm lassen. Gewinnt eigentlich jeden Zweikampf, sehr viele Bälle gewinnt er da. Becker wieder am Ball, jetzt über links außen. Ja, aber die Nummer 29, Dennis Weiß, da ganz abgeklärt. Erobert er den Ball und Spielverlagerung von Viktoria. Dieses Spiel schön breit machen. Ja,
Die Kickers müssen sich in der Defensive mehr bewegen. Oh, Fehlpass auf Wittke. Vielleicht jetzt mal die Gelegenheit für einen Konter, aber da braucht er zu lang, bis er abspielt. Becker will das Spiel schnell machen, will auf Čapek das Spiel verlagern, aber trifft den Ball überhaupt nicht auf dem hoppligen Rasen hier. Das kann man vielleicht noch sagen, dass der Platz nicht im besten Zustand ist. Sieht man auch an vielen technischen Mängeln hier, die dann zu sehen sind, wenn der Ball ein bisschen hoppelt. Viele Stockfehler, dadurch viele Ballverluste. Hauptsächlich bisher leider auf der Seite von den Kickers. Ja, und da haben wir es auch eingestellt. Den Spielstand 1:0. Stegmann hat getroffen, 21. Minute. Nimmt man die Spielanteile zusammen, können wir uns nicht beklagen, war es okay. Wobei der OFC auch die Möglichkeit hatte schon. Und ja, wir hatten eigentlich die erste große Möglichkeit. Und das hätte ich auch gerne gesehen. Dann lässt sich natürlich ein bisschen besser und freier aufspielen. Genau. Man merkt halt, spielerisch ist Viktoria wirklich leider ein bisschen besser. Das merkt man schon. Aber die Kickers, wie gesagt, hatten eigentlich auch eine richtig gute Torchance. Matthias Schwarz aus circa 10 Metern, würde ich sagen. Das hätte auch schon ein Treffer sein können. Oh, da wird hier rustikal versucht zu klären. Und jetzt hat es fast erneut eingeschlagen. Der macht Eck ist genau das, was er unheimlich gut kann. Den Winkel verkürzen mit einem Reflex. Ja, sonst wäre es vielleicht so ein 2:0 gestanden. Aber ja, was hätte der Schütze am anders machen können? Lupfen vielleicht. Lupfen oder einfach früher abschließen. Da ist er ein bisschen zu weit auf den Daniel draufgelaufen. Der Daniel ist ganz schnell raus. Hat er gut gemacht, hat schön den Winkel verkürzt. Ah, Becker bisher ein bisschen unglücklich. Vergisst manchmal den Ball, wenn er lossprintet oder verstolpert ihn. Jetzt hat er einfach mal wieder über den Ball gehauen. Ärgert sich über den Platz, den er gerade noch mal wieder flickt. Und Viktoria wieder in Ballbesitz. Bauen langsam auf über Löden und den Torwart Vogel, Klaus Koster am Ball. Musculus lässt sich öfter fallen von der 6 und holt den Ball ab. Genauso wie Schlösser, die das Spiel dann hauptsächlich aufbauen, den Ball aus der Abwehr abholen und ihn nach vorne bringen. Viktoria spielt eigentlich schön immer über die Außen durch. Jetzt aber wieder schon wieder der angesprochene Stoppfehler hier. Und Mangafitsch mit dem Einwurf. Haut den Ball aber hoch nach vorne. Und Wittke nimmt den Ball im Mittelfeld auf. Verlagert das Spiel schön nach außen auf Schulte. Und Becker am Ball. Pass kommt aber nicht an. Und dann müssen wir aufpassen. Aber Mirko Born kommt nicht an Jasula vorbei. Ja, 25, ja, knapp 26 Minuten gespielt. Es ist noch nicht gewechselt worden. Und 1:0 steht durch den wunderbar herausgespielten und auch abgeschlossenen Treffer. In der 21. Minute hat Stegmann getroffen, Direktabnahme. Ecke ist eigentlich keine Möglichkeit mehr gelassen. OFC, ja, schon sehr bemüht und engagiert, insbesondere dort vorne, haben wir es mehrfach gesagt, Čapek. Er ist heiß wie Frittenfett, auch jetzt hier am Ball. Da haben wir ihn zurückgespielt auf Marcel Wilke. Mangafitsch. Mal schauen, was er macht. Ja. Lecky beißt sich da durch. Jetzt die Möglichkeit. Da kommt er erneut an den Ball. Plecky auf Zuspiel von Mangafitsch. Aber dann doch geklärt dort hinten seitens der Viktoria. Also die stehen schon sehr kompakt. Haben sie gut gemacht. Ja, das muss man anerkennen. Mangafitsch hatte da mal eine schöne Idee, hat den Ball schön flach durchgesteckt. Schwarz war mal über rechts außen durch. Čapek lässt sich oft fallen, ist dann oder geht mit in die Mitte, dann fehlt er aber rechts außen. So ist Matthias Schwarz mal über rechts außen durch, war aber zu langsam. Der Ball ist aber schon wieder vorne und die Viktoria hat Einwurf auf Höhe der 16er Linie. Ja, auch heute könnt ihr wieder schreiben an fanradio@ofc.de. So, dass der Fall ist, wenn wir gerne auch berichten, von wo ihr Fanradio seht und hört und wen ihr grüßt.
Ja, Eckes, weiß nicht, was er vorhat. Läuft er nochmal an. Wartet wahrscheinlich erstmal, bis alle richtig aufgerückt sind. Hat seine Vorderleute da nach vorne geschickt. Er wollte, glaube ich, den Ball kurz ausführen, aber Stegmann und Schlösser von Viktoria sind da gut mit nach vorne gegangen, sodass da keiner frei war. Ball nach vorne gehauen, zweiter Ball bei den Kickers und Freistoß für die Kickers. Marcel Wilke, rechts rausgespielt. Da müssen wir uns immer ganz lang machen, hier über die Brüstung schauen. Oh, schönes Zuspiel von Jasula, das sieht gut aus. Ja, aber dann ist er doch ein bisschen versprungen. Das war mal schön durchgespielt durch die Mitte. Ball kommt von Wittke auf Müller, der eigentlich dann fast frei vorm Tor ist, aber sich den Ball zu weit vorlegt bei der Ballannahme. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich selbst wieder drauf reingefallen, ja, denn jetzt habe ich die gesucht, 31 gesehen. Denke ich, der steht hier gar nicht auf dem Spielberichtbogen. Und in der Tat, das war Müller, den wir nachnominiert haben, den wir sozusagen nachnominiert haben. Ja. Denn hier von Seiten der Viktoria hat man uns den nicht auf den Bogen geschrieben. Ja, jetzt war dann doch mal ein Stockfehler der ansonsten recht sicheren Viktoria hier zu verzeichnen. Oh, da gibt er Gas, da gibt er mächtig Gas. Stefano Meyer. Ja. Links rausgelegt. Schöner Pass von Becker in die Mitte, nimmt den Ball wieder auf, in die Mitte gespielt, aber der Torwart klärt den Ball und Viktoria spielt sich schön da hinten raus. Also das muss man ihnen echt lassen, die sind da ziemlich passsicher, trotz dem holprigen Rasen und auf unserer Seite leider da zu viele technische Mängel noch. Also wir müssen ja auch feststellen, dass das hier ein Spitzenteam ist, die Viktoria. Insofern würde ich sagen, auch der OFC recht gut in der Partie, ne? Genau, man muss halt noch mit einbeziehen, dass Viktor jetzt nicht mit der ersten Elf spielt. Aber die Kickers haben ja auch mit Manga, Fitch, Čapek Spieler dabei, die angeschlagen waren, verletzt waren. Die auf beiden Seiten viele Trainingseinheiten. Man kann auch mit einbeziehen, dass natürlich Viktor ja jetzt schon in einer Woche am 25. schon wieder den Pflichtspielauftakt hat. Die Kickers gehen ja nach dem heutigen Spiel erstmal in die aktive Erholung. In Wellnessurlaub. Genau, oder in Wellnessurlaub. Und dann geht es weiter mit den ganzen Testspielen, wenn Viktoria dann schon wieder in der Rückrunde weitermacht. Ja, aber wer Rico Schmidt kennt, der weiß, ein Wellnessurlaub bedeutet nur zwei Trainingseinheiten am Vormittag. Viel anders kann es nicht sein, oder? Ja, genau. Ja. Ist auch gut so, denn wir müssen ja fit sein. Halbe Stunde gespielt, 1-0 steht's. Stegmann hat getroffen in der 21. Blitz sauber aus dem Fußball-Lehrbuch. Über links kam die Flanke und dann hat er das Ding direkt verwertet. Endres chancenlos. Jetzt die Viktoria, ja, auf Höhe der Mittellinie, über rechts unterwegs. Sehr, sehr aufgeräumt spielen sie. Die in schwarz gekleideten Drumstädter, die hier in Köln natürlich viel Konkurrenz haben. Aber das stört sie gar nicht. Auch, dass sie kaum Fans haben, stört sie nicht. Sie kaufen und kaufen, kaufen. Genau. Der Investor Franz Josef Wernze nimmt da schön viel Geld in die Hand. Als Beispiel nochmal vielleicht dafür, wie viel da möglich ist, das ist auch quasi der Investor, der dem 1. FC Köln den Transfer von Lukas Podolski von den Bayern zurück zum 1. FC Köln ermöglicht hat. Also da ist schon Potenzial vorhanden. Ich war eben da in diesem Jugendbistro, ich weiß nicht, ob du auch da warst, da unten. Da standen so ein paar Funktionäre, vielleicht war er das ja. Vielleicht soll ich in der Halbzeit nochmal hingehen und dann machen wir auch mal so einen Transfer. Genau. Holen dann Ocean zurück oder Bonsé oder Sigi Held? Sigi Held, ja. Tja, Manga Fitch spielt erst einmal zurück, sodass neu aufgebaut werden kann. Also es ist schon so, dass die Viktoria die Oberhand hat. Der OFC kommt nur sporadisch dazu, wirklich gefährlich dort zu werden. Jetzt vielleicht die Möglichkeit mit Manga Fitch. Ja, aber dann ist er versprungen kurz vorher, aber noch einmal die Möglichkeit, aber dann, ja, Čapek, das war der falsche Fuß, ne? Ja, ja, das hat man direkt gesehen, da hätte auch nichts Gefährliches draus werden können, auch wenn der Ball direkt abgefälscht wurde. Jetzt aber der Konter von Viktoria, müssen wir kurz aufpassen,
Ja, aber die wunderbar. Kicker sind da. Wilke macht nur jede siebte Drehung mit, aber hat den Ball. Ja, er macht alles mit Erfahrung. Ja. Ja, auch schon Drittliga-Erfahrung, also da lässt er sich nicht so leicht verarschen. Jetzt der OFC über links unterwegs, also. Es ist nicht so, dass der OFC keine Chancen hat. Jetzt gibt es Eckball. Erste Ecke für den OFC. 2:1 steht es da nach Ecken, 1:0 nach Toren. Da hast du recht, nur die Spielanlage von Viktor ist einfach ein bisschen besser, nur die Kickers sind halt auch wirklich zweimal durchgekommen. Ne? Absolut. Und wir hatten die erste Chance. Genau, mit Schwarz. Das hätte ich gerne gesehen, wenn wir dann 1:0 in Führung gegangen wären. Aber jetzt? Ecke wird aber nicht gefährlich. Einwurf OFC. Ja. Sieht nicht so aus, als ob er wirklich dort in den Strafraum reinwerfen will. Ja, genau. Kurz abgelegt. Müller im Zweikampf. Naja, beißt sich da fest. Pressschlag. Ja. Also, großer Einsatz. Ja, will auch zeigen, dass er, wenn es denn wieder richtig losgeht, ja, im A-Kader dabei ist. Nicht nur im A-Kader, sondern als Erster auf dem Feld steht. Genau. Körperlich zeigt er schon mal gute Präsenz, kann die Bälle gut abschirmen. Hat er heute auch schon gut gezeigt. 1-2 Fehlpässe, da agiert er vielleicht noch ein bisschen unglücklich. Aber das ist ja klar, da kann er noch nicht so gut integriert sein, spielerisch im Team. Das kann nur noch besser werden dann. Jasula sichert wieder den Ball im Mittelfeld. Das ist für ihn mittlerweile schon kein Problem mehr. Da hat er sehr gute Präsenz. Und wieder sichert er den Ball im Mittelfeld. Kickers wieder am Ball und bauen auf mit Meier und Wilke hinten. Ja. Das ist zu viel des Guten. Der geht ins Niemandsland. Da kann ich, ja, an dieser Stelle sagen, dass wir ähnlich wie in Leverkusen auch heute Nacht noch das komplette Spiel einstellen wollen. Und diesmal noch besser haben wir schon in HD-Qualität das Ganze geliefert. Wollen wir es diesmal sogar in 1080p abspeichern. Das dauert alles in allem für die Techniker unter euch, bis konvertiert ist, gespeichert ist und natürlich vorher geschnitten ist. Und dann hochgeladen ist, 9,5 Stunden, also könnt ihr hochrechnen, so gegen 3 oder 4 Uhr in der Nacht sollte es oben sein. Jedenfalls zum Frühstück könnt ihr dann die Kickers nochmal in bester HD-Qualität sehen. Und vielleicht ja auch ein paar Kickers-Tore, Tobi, das würde uns gefallen. Aber Möglichkeiten gab es dafür. Ja, ja. Viktoria steht gut, aber die Kickers, Wenn sie nach vorne kommen, gut durchkommen, dann wird es eigentlich auch ziemlich gefährlich. Da waren schon 2 gute Chancen da. Ansonsten sind die meisten Angriffe von den Kickers ziemlich schnell veräppt. Mit hohen, langen Bällen agieren sie da ein bisschen zu oft, die auch ungenau gespielt werden. Viktoria müssen jetzt aber aufpassen, hat die dritte Ecke. David Müller bringt sie rein, Kopfball. Und da ist leider das 2:0 schon wieder Markus Stegmann. Ja, das ist ja eine Granate. Kann man nicht anders sagen, du. Die machen das blitzsauber, wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Muss man leider anerkennen. 2:0. Jetzt gucken wir ein bisschen dumm aus der Wäsche. Da ist er schön hochgestiegen. Stand aber auch ein wenig frei. Das hat er direkt ausgenutzt. Kopfball auf den kurzen Pfosten, auf den ersten Pfosten gesetzt. Keine Chance für Daniel Endres. Obwohl ja eigentlich genügend Offenbacher in der Nähe waren. Ja, in der Nähe, aber nicht nah genug dran. Ja, so ist es wohl. In der Nähe reicht bei Markus Stegmann dann nicht. Ja. Da sieht man dann halt schon, dass er Drittliga-Erfahrung hat. Auch wenn jetzt hier quasi nicht die erste Elf von Viktoria auf dem Platz steht, mit Klaus Koster in der Innenverteidigung gestandener Zweitligaspieler, der das Spiel von hinten organisiert. Mit der 17 Musculus von Viktoria und die Nummer 10 Schlösser. Sorgen dafür, dass das Spiel schön nach vorne getragen wird über die Außen, holen die Bälle immer schön von den Innenverteidigern ab. Wie jetzt wieder der Ball von Klaus Koster auf Musculus gespielt wird, der nach außen gibt zu Schlösser, die sich wieder um den Spielaufbau kümmern. Das beeindruckt mich, wenn da jemand so eiskalt das Ding einfach so verwertet, schnörkellos, ansatzlos. Das ist so ein bisschen auch unser Manko. Genau, das
könnte bei uns noch besser klappen oder hätte besser klappen können in der Hinrunde. Da hatten wir auch schon ziemlich oft auch sehr gute Chancen, die dann einfach nicht genutzt wurden. Und wir uns deshalb Punkte durch die Lappen gegangen sind. Das sieht man jetzt bei Viktoria, das ist schon anders. Der Markus Schlegmann ist da zweimal zur Stelle, hat zwei Chancen, die Bälle sind halt beide mal drin. Da waren wir zweimal zu weit weg. Wenn er noch einen macht, gehe ich runter, lass ihn mir einpacken und dann nehmen wir ihn mit. Du fungierst dann als unser Investor und bezahlst ihn. Ja, wir machen Aufruf bei unseren Hörern, dann kriegen wir das schon hin. So, jetzt aber Becker über die linke Seite, aber schon wieder im Zweikampf gegen Dennis Weiß, den Kürzeren gezogen. Und Einwurf für die Kickers. Becker behält den Ball, ja, Unsicherheit, wer wirft denn jetzt ein, das dauert ein bisschen lang alles. Das bezeichnet bisher für das Spiel der Kickers, ein bisschen was fehlt. Sie kommen nach vorne, haben auch die Chancen, aber dann der kleine Unterschied. Müller könnte frei vorm Tor abschließen, aber legt sich dann den Ball zu weit vor. Da wieder Spielverlagerung von Dennis Schulte, die ein bisschen verglückt. Wollte er auf Wilke spielen, der Ball kommt aber unsauber nur an. Wittke versucht jetzt mal den Ball abzuholen, lässt sich fallen. Mangafitsch hat noch schöne Szenen nach vorne gehabt, ist schön in den 16er gezogen. Die zwei spielen oft im Verbund, Blecki und Manga. Mangafitsch hat nichts von seiner Schnelligkeit verloren über die Winterpause. Auffallend viele Spieler haben jetzt diese signalgrünen Schuhe an. Ja. Scheint ein echter Modetrend zu sein. Vielleicht sollten wir mal schauen, was der Stegmann für Schuhe anhat. Auf beiden Seiten. Stegmann hat noch alte Adidas-Schuhe an, Nike-Schuhe hat er noch an. Und so wie ich dich kenne, weißt du auch die Schuhgröße. 46. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass er immer trifft, weil er muss ja den Fuß nur hinhalten. Genau, das hat ihm beim ersten Tor schön geholfen, als er da mit der Fußspitze noch an die Flanke gekommen ist. Den Spaß können wir uns erlauben, weil die Kickers ganz langsam da hinten den Ball sich hin und her spielen mit den beiden Innenverteidigern, die sich ein bisschen auseinanderziehen und Daniel Endres. Jasula holt den Ball jetzt mal ab, Mangafitsch über außen. Jetzt versuchen sie es mal flach durch die Mitte, aber Čapek zieht den kürzeren im Zweikampf und schneller Konter von Viktoria, aber Mangafitsch ist da und stört. Das hätte gefährlich werden können. Ja, aber Čapek spielt ein bisschen zu hektisch da die Bälle ab, zu ungenau. Klaus Koster nimmt den auf mit seiner Routine und leitet den Gegenangriff ein. Ja, ist ganz schön schnell unterwegs gewesen, der Koster, mit Ball sogar. Ja, Jasula, Endstation und Angriff eingeleitet, aber 4-2. Aber das war schön schnell vorbei, sehr gut, Becker. Guck mal an, du, guck mal. Schön gelegt auf Čapek, der dreht sich, wieder in die Mitte gespielt. Becker erkämpft den Ball gut. Schussmöglichkeit für Wittke. Schöner Schuss, aber gehalten. Gut gehalten. Riesenchance jetzt. Und dann Čapek im Abseits. Aber das war doch mal ein toller Angriff. Das hat doch richtig Spaß gemacht. Trotz 4-2 Unterzahl ist der Becker schön am Gegner vorbeigezogen. Hat er sich mal durchgesetzt gegen Dennis Weiß. Spielt dann auf Čapek. Der hätte eigentlich schon mit links mal schießen können, aber ist ein schwächerer Fuß. Der versucht dann nochmal auf Becker zurückzuspielen. Es kommt ein bisschen zu ungenau das Abspiel, aber dann wird es doch noch gefährlich. Schöner Einsatz von Becker, der sich jetzt in die Partie kämpft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Ja, ist ja nicht nur ein Techniker und ein Leader, sondern in allererster Linie auch ein Beißer, ein Kämpfer. Und großer Sympathieträger, Becker. Die Kicker sind im Mittelfeld ein bisschen zu weit weg noch von den Leuten, vor allem hier Schlösser und Musculus, die immer ganz frei das Spiel aufbauen können und dann die Kicker das Spiel breit machen können. Die müssen enger attackiert werden, da sind die Kickers zu weit weg. Mangafitsch hat den Ball aber zurückerobert und Gegenangriff der Kickers. Dennis Schulte am Ball. Ja. Ja, erst mal den Haken geschlagen, dann den Mitspieler gefunden auf links. Ja. Aber viel Schwarze dort hinten. Jetzt schauen wir, das war zu weit. Die Bande hat gescheppert. 3 Minuten noch zu spielen. Tobi, bis hierhin schon dein Fazit. 2-0 steht's. Enttäuscht oder? Nö, also jetzt die letzten 5 bis 10 Minuten spielen die Kickers ein bisschen besser, machen mehr nach vorne. Stehen auch ein bisschen sicherer. Jetzt die
Chancen von Victoria kommen nicht mehr so leicht zustande. Das 2-0 ist halt bitter, weil zweimal Stegmann da eiskalt zuschlägt. Da waren wir beide mal zu weit weg vom Gegner. 2-0, gut, eine Ecke, eine Standardsituation. Da muss man einfach näher dran sein. Das erste Tor war wirklich schön rausgespielt über die linke Seite. Das resultiert aber auch daraus, dass Schlösser und Musculus dazu frei das Spiel aufbauen können bei Victoria. Da müssen wir eigentlich noch näher am Mann sein. Jasula ist da eigentlich im Mittelfeld zweikampfmäßig ziemlich alleine. Und da war man faul. Nee, Abseits gibt's. Sorry, Abseits. Kickers haben Freistoß. Endres kurz vorm 16er schlägt ab. Man merkt halt, dass es ein anderes Kaliber ist gegenüber den beiden zweiten Mannschaften. Na gut, es macht sich ja in der Tabelle auch bemerkbar. Gladbach, da standen die so um 10., 12. Platz rum. Und Leverkusen noch weiter hinten. Ja, Leverkusen, ja, eigentlich ja, nicht wirklich so, dass sie den OFC ernsthaft in Gefahr bringen konnten. Aber hier, das in der Tat, wie du es sagst, das ist schon ein Top-Team. Genau. Da waren die Kickers mal kurz wieder über links durch, aber die Flanke ist ungefähr flach, kam die von Dennis Schulte. Jetzt aber die Kontermöglichkeit. Schöner, langer Ball auf Mirko Born. 4 gegen 2 Situation. Achtung, der zieht in den 16er. Wilke geht nicht wirklich ran an den Mann. Ja, das haben sie dann aber trotzdem schlampig gemacht, muss man sagen. Da ist Wilke aber auch nicht rechtzeitig auf den Mann draufgegangen. Hätte ein bisschen schneller noch draufgehen können. Ich meinte, die Kölner, die hätten das Klar. konsequenter durchspielen können müssen. Ja, da hat Wilke natürlich gesehen, dass sie nur zu zweit waren, musste dadurch natürlich auch noch die anderen Gegenspieler abdecken. Aber Mirko Born hatte dadurch eigentlich eine gute Schussmöglichkeit und sein Pass ist verunglückt, konnte Wilke schön klären. Ball bleibt aber vorne. Victoria hat Einwurf am 16er. Ja, wir sind eigentlich schon in der letzten Spielminute. Jeden Moment muss hier Schluss sein. Wir haben das Fazit ja schon ein bisschen vorweggenommen. Insofern machen wir dann ganz gleich ein kleines Päuschen. Da ist der Schlusspfiff. 2-0 führt Victoria Köln gegen den OFC. So, weiter geht's in Halbzeit Nummer 2 hier bei Victoria Köln. Teste der OFC. 2-0 gegen die erste Halbzeit an die heimische Victoria, die hier ja, richtig gut gestanden ist, schnell überbrückt hat und blitzsauber vor allen Dingen abgeschlossen hat. Zu unserem Leidwesen zweimal Stegmann, der Mann, der uns so gut bekannt ist, noch von den Lilien. Obwohl die Kölner eben hier gesagt haben, wir hatten so ein paar Halbzeitgespräche, tja, in der Liga und so trifft er nie. Aber heute sieht er aus wie ein eiskalter Vollstrecker. Tobi ist auch wieder da. Genau. So, gab ein paar Wechsel. Ja. Bei den Kickers sind Tahiri reingekommen. Jan Biggel sehen wir noch im Mittelfeld. Theo spielt als Linksverteidiger. Ja, das waren, glaube ich, sogar alle Wechsel dann schon. Victoria hat auch öfter gewechselt. Jetzt ist quasi die erste Garde drin von Victoria mit Mike Wunderlich gerade am Ball. Passkampf von Silvio Pagano, auch Stammspieler von Victoria. Und Schlösser wieder am Ball, der jetzt auf außen gegangen ist. Oh, Fehler von Victoria. Čapek ist direkt da, nutzt es aus. Ah, das Spiel wird aber nicht schnell gemacht. Becker spielt weiter nach hinten. Wer ist noch rausgegangen? Also Müller ist raus, dafür spielt Tahiri. Und dann haben wir jetzt Bickel im Team. Schwarz ist noch raus. Ja. Und Meier. So. Ja, Meier spielt Innenverteidiger. So. Meier ist noch drin. Schulte ist rausgegangen. Okay. Meier spielt nur Schulte ist rausgegangen. Und für Schwarz? Meier am Ball auf Theo, der neu reingekommen ist. Und Biggel. Hoher, langer Ball, aber der ist wieder zu lang. Ja, die ganzen hohen Bälle, die kommen noch nicht richtig an bei den Kickers. Da müssen sie vielleicht mal wieder mehr mit flachen Bällen versuchen, das Spiel mehr verschieben, damit Victoria da mehr Arbeit hat. Das ist noch zu leicht, dass Victoria da ganz locker da hinten alles dicht hat. Unsere beiden guten Chancen haben uns auch schön rausgespielt. Flach und nicht mit hohen Bällen. So, Schlösser wieder am Ball.
der jetzt nach rechts rausgegangen ist, weil Wunderlich reingekommen ist, der ja bekannt ist in unserer Region vom FSV Frankfurt, zweite Bundesliga da gespielt, hatte aber Probleme mit einem Burnout und spielt jetzt wieder in seiner Heimat in der Regionalliga in Köln für die Viktoria. Sein Vater ist hier sportlicher Leiter. Oh, hoher, langer Ball wieder hier von Mangafic. Da ist mir noch ein bisschen zu viel der Ball in der Luft bei den Kickers und Jasula beruhigt das Spiel, spielt den Ball flach zurück auf Endres. Wittke ist auch raus, ne? Oder? Wittke spielt noch. Ja, jetzt den dritten. Ich habe jetzt einen zu viel noch in der Aufstellung. Schwarz ist rausgegangen. Ja. Schulte ist rausgegangen. Ach, Schulte, alles klar. Genau. Das war Schulte, gut. Und Theo am Ball. Meier, Kickers versuchen jetzt wieder langsamer aufzubauen. Hauptsächlich über die linke Seite. Bigel mit dem hohen langen Ball wieder, aber wieder das Gleiche, schon wieder zu weit. Und die Kickers operieren hier fast nur mit langen Bällen. Die Diagonalen auf Mangafic sind ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Gar keine so schlechte Idee, weil Mangafic mit seiner Schnelligkeit da hat auch schon in der ersten Halbzeit bewiesen, schon ein bisschen Schaden anrichten kann beim Gegner, dadurch gut durchkommen kann. Bin ich mal gespannt, wie die Kickers sich jetzt weiter präsentieren, jetzt in der zweiten Halbzeit hier gegen, jetzt von nominell, von den Namen gesehen, noch bessere Viktoria-Mannschaft. Ja, aber vielleicht auch gegen eine noch bessere Offenbacher Mannschaft. Das wird sich auf dem Feld erweisen. Und dem wollen wir noch nichts vorwegnehmen. Jetzt kommt er nämlich, der UFC, mit Becker. Der tritt da mal richtig an. 20, 25 Meter. Ja, immer noch am Ball, obwohl der schon fast verloren war. Kommt dann die Flanke. Ja, das war zu viel des Guten. Vielleicht eher in den Rücken der Abwehr zu spielen auf Zabek. Der war nämlich mitgelaufen. Ja, fast auf Höhe des Elfmeterpunkts. Genau, war gut durchgespielt, nur in der Mitte, zentral, hat niemand gestanden, der die Flanke entgegennehmen kann. Ja. Aber weiter so. Schön von Bigel noch gesehen, einmal. Auf Becker. Na, oh. Aber bis er den Ball angenommen hat, ist schon wieder einer da. Und Bigel mit dem Nachschuss. Alter, zweite Halbzeit sieht gar nicht so schlecht aus, weiter so. Also bis jetzt der UFC ganz klar überlegen in Halbzeit Nummer 2. Ja, Gegner wird klar beherrscht. Ja. Kölner wollen auch vom Platz gehen. Treibt die Angst um. So, Wunderlich baut das Spiel auf. Geht da einmal an Becker vorbei. Pagano für Viktoria am Ball. Komm, da muss einer ran. Flanke. Und Daniel hat den Ball sicher. Ja. Komm, schneller Gegenangriff jetzt mal. Nee, aber da war keiner frei. Und Tobi hat sich richtig in den Radiomodus schon reingesprochen. Er hat gefallen am Spiel und am Kommentieren. Ja, macht Spaß. Freut mich. Und unser wandelndes Lexikon weiß alles von den Schuhgrößen angefangen. Geburtsdaten sowieso. Schickt auch jedem Spieler, Heimmannschaft und Gegnern immer eine Geburtstagskarte. Also, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? OFC ist auch ein schönes Hobby. Jasula, guck mal, der tanzt hinaus auf der Briefmarke. Der war ein bisschen riskant gespielt, aber. Nein, du musst ruhiger werden, Tobi. Du musst ruhiger werden. Ganz souverän, ganz du souverän. Du hast das mit deiner Erfahrung gesehen, das habe ich gesehen. Da konnte nichts passieren. Ne? Ich kann ein Spiel lesen. Ja. Und Jasula wieder am Ball. Sehr gut. Hat auch keinerlei Ballverluste da. Gewinnt die Bälle im Mittelfeld und verliert keine Bälle. Hat auch in Leverkusen auch schon sehr stark gespielt. Guck mal, der UFC jetzt wieder schnell das Mittelfeld überbrückt, über die rechte Seite unterwegs. Also haben wir vorhin gedacht, das wird schwierig. Jetzt Halbzeit Nummer 2, sieht es gut aus und jetzt die Möglichkeit. Schuss, aber du liebe Zeit. Deo schießt fast bis zur Eckfahne. Aber das war eine richtig gute Möglichkeit. Leider nicht so richtig gut verwertet. Genau, da hat er eigentlich Zeit gehabt. Lange Flanke kam da, Theo steht eigentlich fast allein vorm Tor und dann zieht er halt mit vollem Risiko drauf. Hätte er vielleicht auch nochmal stoppen können und dann ein bisschen überlegter abschließen können. Aber gefällt uns so. Zweite Halbzeit sieht gut aus. Schon wieder Fehlpass von Viktoria. Kickers wieder vorne. Tahiri schön durchgesteckt auf Becker, aber im letzten Moment ist da noch einer von Viktoria dran. Also da haben wir eben noch so ein kleines Späßchen gemacht. Aber es ist wirklich so, der OFC ganz klar die bessere Mannschaft in Halbzeit Nummer 2. Zu unserer großen Überraschung, denn jetzt sind ja die vermeintlichen Stars, die erste Garnitur hier
in den Reihen der Schwarzen am Ball. Und da merkt man es. Stockfehler, Ballverlust. Vielleicht auch Konzentrationsschwierigkeiten. Aber jetzt sind die Kickers schön präsent. Da haben sie auch schön unter Druck gesetzt, Pagano von Victoria. Und deswegen resultiert auch so ein Fehler. Ne? Wenn man die Leute nicht unter Druck setzt, dann passieren auch nicht so viele Fehler. Wittke geht raus zur Ecke. Ja, an fanradio@ofc.de hat Frank Heidenreich geschrieben. Der grüßt recht herzlich. Und das ist ja auch unser Reporter für die ganz kniffligen Spiele, die wir per Telefonschaltung machen in Wald und Wiese. Jetzt aber Eckball für den OFC. Schauen wir. Ja. Dann erst einmal abgelegt. Bickel schaltet sich ein. Da kommt die Flanke auf den Pfosten. Ja, da hinten hat er schon gewunken. Ich glaube, er hat sogar ausgepfiffen. Ich glaube, er hat gepfiffen, dass der Ball hinten im Aus war. Nee, war abseits. Ja, okay. Das war mal schön kurz ausgeführt. Da war Bickel frei. Kicker schalten jetzt auch schneller als in der ersten Halbzeit. Wird mal so eine Ecke schön kurz, schnell ausgeführt. Flanke war ein bisschen zu weit auf dem zweiten Pfosten und Čapek im Abseits. Aber das sieht ganz gut aus. Die Kickers nähern sich langsam dem Tor an. Von Viktoria bisher in der zweiten Halbzeit noch gar nichts zu sehen. Naja, müssen wir ja auch. Wir müssen jetzt alles oder nichts spielen. 2-0 aufholen. Müssen wir die 3 Punkte noch holen für den Aufstieg. 3 Punkte, genau. Also... Victoria. Ja, gute Möglichkeit. Oh. Aber dann ja, geht er an. Freund und Feind vorbei. Offenbarer sind dann ja. Der doch Herr der Lage. Kaum sage ich, dass Victoria keine Gelegenheit hat bisher in der Halbzeit. Schon spielen sie sich durch mit Glasner. Ich glaube, die hören uns. Das kann sein, aber ein bisschen motiviert jetzt. Ja. Ja, an dieser Stelle auch herzliche Grüße oben an den Kollegen von der Victoria. Der sitzt dort oben im Reporterhäuschen und tickert ein bisschen. Und der hat gesagt, er hört uns auch. Also der ist auch ganz begeistert, dass er hier nochmal ein Bild geliefert bekommt. Überhaupt muss man sagen, guter Test, sinnvoller Test, recht gute Rahmenbedingungen. Schön getreten. Ja, Eckes hat ihn. Eckes hat ihn. Ja, es war ja lange fraglich, ob denn tatsächlich hier überhaupt auf dem Rasenplatz gespielt werden könnte. Direkt hinter uns ist ein Kunstrasenplatz. Das wäre die Alternative gewesen. Jetzt aber der OFC, 3-3, schnell umgeschaltet. Da kommt er in die Mitte rein, aber ja, letztendlich haben sie dann doch klären können, die Rheinländer. Und so sind wir eigentlich sehr froh, dass wir heute jetzt hier auf dem echten Rasen, also im Stadion der Victoria. Ja, im Internet war zu lesen, es hieß wohl einmal Flughafenstadion. Mittlerweile heißt es Sportpark Höhenberg. Also könnte man auf die dritte Liga spielen, vielleicht sogar zweite Liga. Also hier ist alles vorbereitet und das ist ja auch genau das, was sie im Schilde führen. Die Victoria-Macher mit dem großen Geldbeutel. Genau, das ist ihr Ziel, aber in dieser Saison sind sie davon noch ein bisschen entfernt. Aber wie schon angesprochen, auch in der ersten Halbzeit hatten wir es ja schon erwähnt, dass sie in der Winterpause jetzt noch ein bisschen nachlegen wollen, da sie auch zwei wichtige Verletzte haben, wichtige Spieler haben, die verletzt sind. Mit Reiche, der eigentlich der Abwehrchef ist, auch schon gestandener Zweitligaspieler ist bei oder war bei Duisburg und mit Timo Staffelt, der auch schon Bundesliga gespielt hat für Karlsruhe, der ja eigentlich Stamm in der Stammelf spielt als Sechser mit Wunderlich. Also die Stammelf eigentlich besteht fast nur aus wirklich erfahrenen Zweitligaspielern. Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Mannschaft, daher auch heute, auch wenn die jetzt ein bisschen verteilt sind, die beste Elf von Victoria auf die erste und die zweite Halbzeit. Ein richtig guter Test und die Kickers, muss man sagen, präsentieren sich aber auch gut. Zweimal ein bisschen geschlafen bei den Gegentoren, aber ansonsten sieht es vor allem in der zweiten Halbzeit gut aus. Wittke schön, auf eine schöne Idee auf Tahiri, aber der Kopf dazwischen von Victoria. Und Victoria wieder am Ball. Ja, jetzt kommen sie über die rechte Seite. Da ist viel, viel Platz. Da kann er mal gute 20 Meter ganz ungestört seine Kreise ziehen. Aber Bickel, Endstation. Schon wieder
Oh, ja, ein kleiner Stockfehler. Und da holperte der Ball auch. War wohl ein kleiner Maulwurfshügel. Ja. Kicker stehen gerade ein bisschen tief. Jetzt rücken sie wieder raus mit Wittke und Pegel. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist es eigentlich ganz gutes Niveau. Die Kickers spielen schön mit. Ja. Da gab es schon in unserer... Offener Schlagabtausch. Genau, in unserer Hinserie jetzt schon einige Spiele, die nicht so gut waren von... So, der Ball ist im Seitenaus. Da will ich mal eine ganz, ganz tolle gute Nachricht hier verlesen. Die beim Testspiel gegen Bayern 04 Leverkusen zugezogene Verletzung im rechten Knie des Spielers Sascha Korb erwies sich in beiden Untersuchungen am heutigen Morgen als nicht so schwer wie anfänglich vermutet. Die Untersuchung im Kernspinographen unter der Betreuung des Mannschaftsarztes Dr. Michael Joneleit ergab, dass sich Sascha Korb in der Partie ohne Fremdeinwirkung eine Innenbandzerrung zugezogen hat. Die Ausfallzeit ist abhängig von individuellen Genesungsprozess. Der anfängliche Verdacht auf eine längere Spielpause für den Spieler hat sich jedoch nicht bestätigt. Unterdessen fallen für das heutige Spiel Alexander Konrad, der Co-Trainer, aus und auch Torwarttrainer René Käffel. Rico Schmidt wird heute assistiert durch Michael Hartmann, dem A-Jugendcoach der U19. Das die Information direkt aus der Geschäftsstelle der Offenbacher Kickers. Einen Dank und herzliche Grüße an dieser Stelle auch an Mara Dietrich, unser Goldstück, die uns immer wunderbar ausstattet mit allem, was wir brauchen. Kann man vielleicht noch sagen, dass Benjamin Pintol heute auch nicht dabei ist. Genauso wie immer noch Rico Schmieder. Jetzt aber der UFC, da wollen wir mal gucken. Ja, nochmal zurückgespielt und dann auch noch zum Falschen. Letzten Minuten nichts mehr wirklich passiert. Spiel im Mittelfeld. Oh! Oh. Ja, das war natürlich jetzt die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen. Wäre schon die Vorentscheidung gewesen, obwohl der OFC hier in der Halbzeit 2 doch nicht nur gute Spielanteile, sondern auch richtig gute Möglichkeiten hat. Ich schaue mal zur Uhr. Knapp 60 Minuten gespielt, also eine Stunde, noch eine halbe Stunde zu spielen. Ist ja noch alles möglich. Genau, 6. Ecke für Victoria. Hatten sie sich über die rechte Seite diesmal schön rausgespielt, flacher Ball in die Mitte. Und Masatoshi Hamanaka hatte da die Schussgelegenheit, die abgefälscht wurde. Ecke kommt rein. Und Kickers können kontern, Becker ist am Ball. Ja, Čapek startet, aber zu langsam, Becker kommt am ersten vorbei, ist schön, Becker. Jetzt auch der Pass auf Čapek, aber Schlösser ist mit nach hinten gelaufen und fängt den Ball ab. Da fehlten nur Zentimeter. Da hat er nämlich den Fuß ganz weit noch ausgefahren. Gerade noch gestört, denn da wäre er ganz, ganz frei gewesen, Čapek. Aber jetzt geht's auf der anderen Seite rund. Tobi? Linke Seite, Victoria, da war Mangafitsch ein bisschen hinterhergelaufen, hatten aber wieder eingeholt. Und Victoria hält den Ball jetzt im Mittelfeld und verschiebt den Ball schön auf die rechte Seite. Hamanaka kurz auf Pagano, aber der kann den Ball nicht verarbeiten. Und die Kickers klären auf Čapek. Also nach wie vor sehr, sehr ehrgeizig, mit großem Engagement, der Brecher unterwegs. Im Moment viele Ballverluste in kurzer Zeit. Jetzt versucht Victoria mal den Ball zu sichern, ein bisschen Ballbesitz zu haben. Aber wird Victoria jetzt auch ein bisschen hektischer, weil die Kickers auch besser werden. Stehen sich da selbst im Weg, die Victoria-Spieler, und die Kickers haben Einwurf. Und ich wäre jetzt empfänglich für den Anschlusstreffer. Das würde uns Spaß machen, zumal das dann die Victoria, da denke ich, muss man kein allzu großer Prophet sein, noch ein bisschen mehr in Unruhe bringen würde, als sie ohnehin jetzt hier schon beschäftigt sind vom OFC in Halbzeit Nummer 2. Und naja, du weißt ja, wie das ist bei so einem Anschlusstreffer. Da hat man dann erstmal Oberwasser und ruckzuck ist auch der Ausgleich gefallen. Genau, wäre auch verdient jetzt, wenn die Kickers den Anschlusstreffer erreichen würden. Zweite Halbzeit spielen die Kickers echt gut.
Und das gegen diesen guten Gegner. Also sieht schön aus. Jetzt schön flach durchgespielt. Gut gemacht. Ja, sehr gut gemacht. Abseits, also schade. Weiß ich nicht. Können wir jetzt gleich hier nochmal gucken auf unserem Schirm. Das gucken wir uns nochmal genau an, ob das wirklich abseits gewesen sein kann. Ja. Naja, aber der war doch noch. Ja, ja. Also hätte Čapek vielleicht direkt spielen müssen, sehr knapp. Grenzwertig. Aber abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Deswegen kann man nichts machen. Ja. Aber das war jetzt mal schön flach durchgespielt. So wollen wir das öfter sehen. Das sah gut aus. Hier oben steht die Kälte ganz gut im Kragen. Jetzt über die rechte Seite die Viktoria unterwegs. Ja, ist schon auch ein Aktivposten, dieser Schlösser. Ja, Schlösser macht einen guten Eindruck, aber Becker wird jetzt auch immer besser. Am Anfang ein bisschen unglücklich. Čapek, komm. Aber jetzt. Ja, der Fahne. Schöner Ball, ist Platz, schönes, das ist die Möglichkeit. Manga, komm, zieh ab. Oh. Hey. Erneut die Möglichkeit für den OFC. Auch wenn er am Ende 2,23 Meter doch übers Gebälk geht, wird es Eckstoß geben. Aber der Torwart kann ja wohl nicht dran gewesen sein. Es muss ja wohl dann noch ein Feldspieler dran gewesen sein. Und soll es recht sein? Wie steht es denn nach Ecken? Kickers haben jetzt die dritte Ecke. Ja. Kickers spielen jetzt auch schneller mal nach vorne. Das sieht schon auf zweite Halbzeit jetzt echt gut aus. Ja, genau. Schauen wir mal, was die Ecke bringt. Na komm da. Ja. Jetzt versuchen sie, die Kölner einzuschnüren dort hinten. Wilke bleibt vorne, könnte jetzt flanken, spielt flach auf Theo, in die Mitte weitergeleitet. Oh. Jetzt brennt es aber ein ums andere Mal dort hinten im Kölner Strafraum und jetzt wäre doch mindestens der Anschlusstreffer hier fällig. Und das, denke ich, nicht nur aus der rot-weißen Brille heraus gesehen. Denn der OFC doch einfach giftiger, beweglicher, spielerisch jetzt absolut gut drin. Jetzt kommt die Flanke, eieiei, der ist wieder verzogen. Becker war das. Auf der Torauslinie. Jetzt wird hier nochmal gewechselt. Auf offenbarer Seite, ich muss mal schauen. Da kommt Jakut, der Torschütze. In Leverkusen. Zum Siegestreffer in Leverkusen. Vom Platz geht Čapek, der hat schwer geackert. Also, recht ordentliche Partie von Čapek. Genau, erste Halbzeit noch ein bisschen unglücklich, zweite Halbzeit sah er schon ganz gut aus. Da hat er sich ein bisschen verbessert, wie allgemein das Team. Hoffen wir mal, dass Jakob das jetzt weiterführen kann. So, wunderlich wieder am Ball. Mangafitsch musste aufpassen, hat den Ball aber. Genau, macht es schön. Jetzt muss er nur den Ball klären, klärt ihn aber leider ins Aus. Einwurf für Viktoria. Oh, war noch abgefälscht. Einwurf für die Kickers. Sehr gut. Mangafitsch hat den Ball hinten wieder. Viktoria geht aber früh drauf. Und Mangafitsch hat da den Ball den Viktoria-Spieler abgeknallt, aber selbst wieder an den Fuß bekommen. So, Einwurf für Viktoria auf 16er Höhe. Er hat ihn abgeknallt, hast du gesagt. So, wunderlich wieder, der in der zentralen Schaltstation ist. Schlösser auf rechts. Versucht mit Pagano einen Doppelpass, aber Kickers sind dazwischen. Einwurf Viktoria. Ja, Viktoria ist jetzt ein bisschen wieder am Drücker, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert. Bauen wieder bei hinten auf, wollen die Kickers ein bisschen rausziehen, aber Einwurf zu früh ausgeführt, muss nochmal wiederholt werden. Tja, Tobi, für die, die später eingeschaltet haben, kannst du vielleicht noch mal kurz schildern, wie sie denn gefallen sind, die beiden Treffer von Stegmann in der ersten Halbzeit? Genau. Markus Stegmann hat zweimal getroffen für Viktoria in der ersten Halbzeit, der zur Halbzeit jetzt rausgegangen ist. Erstes Tor war schön über links rausgespielt. Da wurde flach einer schön in den Raum geschickt. Kommt dann die Flanke in die Mitte, halb hoch rein. Stegmann segelt da schön mit dem Ball, mit dem Fuß nach vorne rein, kommt noch mit der Fußspitze ran, verlängert den Ball ins lange Eck. Endres
Leider keine Chance. Zweites Tor, eine Ecke. Stegmann steht am kurzen Pfosten, am ersten Pfosten und köpft ihn dann auch in die kurze Ecke. Leider auch da auch keine Chance für Endres. Waren die Kickers beide Male einfach zu weit weg von Stegmann, der das dann aber auch cool macht und sicher ausnutzt. Kickers hatten ja auch schon in der ersten Halbzeit durch Schwarz oder Müller schon Gelegenheiten. Nur leider wurden die nicht genutzt. 67 Minuten gespielt. Der OFC in der zweiten Halbzeit doch deutlich besser im Spiel. Obwohl jetzt hier die vermeintliche Top-Formation auf Seiten der Viktoria auf dem Feld steht. Oh. Tun sich schwerer als in Halbzeit Nummer 1. Ja. Und da merkt man, dass Stegmann da nicht mehr dabei ist. Genau, das war jetzt Glasner. Nur ein Tor bisher in der Saison. Da ist er ein bisschen zu früh hochgestiegen vielleicht, kommt nicht hinter den Ball. Und Glasner kennen wir doch auch, glaube ich. War der nicht in Burghausen? Oder? Genau, der war in Burghausen. Der war auch schon mal bei uns 2011 im Probetraining. Richtig. Ja, als er noch Zweitligaspieler war bei Aue. Wurde dann bei uns aber nicht genommen, hat dann aber leider in der dritten Liga ganz gut eingeschlagen und 13 Tore gemacht für Burghausen. Jetzt schnell umschalten, genau, auf der rechten Seite und aufrücken Offenbacher. Stattdessen die schwarz gekleideten Rheinländer im Rückzug. Ja, und dann ist ihm die Kraft ausgegangen. Jakut, den Youngster, obwohl der ja frisch erst ins Spiel gekommen ist. Ja, Tobi, wie soll man das deuten? Verwalten sie das 2-0? Es hat fast so ein bisschen den Anschein. Natürlich, ja, sie spielen auch nach vorne, aber nur das Nötigste. Denn sie führen 2-0 und lassen den OFC mal ein bisschen kommen und der nimmt es auch dankbar an. Sieht fast so aus, oder? Genau, vor allem jetzt letzten 5-10 Minuten versuchen sie sich jetzt ein bisschen mehr Sicherheit über Ballbesitz zu bekommen, weil die Kickers wirklich in die zweite Halbzeit sehr gut gestartet sind mit vielen guten Gelegenheiten. Das merkt man jetzt auch, dass sie dass eine abgeklärte Mannschaft ist, erfahrene Leute, weil sie jetzt einfach über den Ballbesitz dann sich Sicherheit gewonnen haben und jetzt langsam immer dann weiter nach vorne spielen. Die Kickers hatten jetzt seit 5-10 Minuten noch nicht mehr so viel Gelegenheiten nach vorne. Jetzt die Möglichkeit, Theo. Fehlpass, Jakut leider. Jakut, ja. Aber jetzt ein ausgeglichenes Spiel, kann man sagen, in der zweiten Halbzeit. Auf hoppligen Rasen, aber dafür recht gutem Niveau noch. Das Viktoria auch mal im Abseits. Ist aber wirklich schlau gemacht hier mit diesem Stadion, dass hinter uns direkt ein Balkon ist, der uns hätte auch als Kamerastand dienen können, wenn das Spiel, so wie es auch angedacht war, auf den Kunstrasen verlegt worden wäre. Aber so sind wir natürlich dankbar, dass wir jetzt hier auf dem Hauptfeld agieren. Viktoria über rechts unterwegs. So, wunderlich, schickt nochmal Pagano, aber Theo passt auf. Hat er klasse gemacht, sehr gut gemacht. Wirken auch viel selbstsicherer, die Offenbacher. Ja. Kopf ist hoch. Und das Bällchen läuft. Genau, versuchen es jetzt auch. Bisschen mehr spielerischen Bällen. Zweite Halbzeit immer nicht mehr so viele hohe Welle wie in der ersten Halbzeit. Wird der Rico vielleicht angesprochen haben. Das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. So, Stefano Meyer rückt mal in die gegnerische Hälfte, versucht's. Fabi Becker wollte da den Ball direkt weiterleiten auf Bigel, aber der Ball zu weit. Und Viktoria wieder im Ballbesitz. So, Viktoria sucht immer direkt, die Verteidiger suchen immer direkt Mike Wunderlich, der als Sechser fungiert und da den Ball immer schön verteilt. Der des Weiteren dann immer Pagano sucht. Aber Viktoria spielt noch hinten rum über Notbeck, der auch Stammspieler ist bei Viktoria. Also vor allem jetzt im Mittelfeld sind die absoluten Stammspieler bei Viktoria zum Zug gekommen in der zweiten Halbzeit, was sich jetzt aber nicht ausschlägt darin, dass Viktoria unbedingt viel besser wäre als in der ersten Halbzeit.
Jetzt der OFC im Neuaufbau. Allerdings erst einmal bedrängt. Ja, ja, nicht die schlechteste Idee, nochmal ganz zurückzuspielen, um sich neu sortieren zu können. Von hinten heraus. Naja, aber das ist schwierig. Ja, jetzt gehen sie mit zwei Mann drauf. Direkter Ballverlust von Jakut, aber wunderlich schickt. Schickt Hamanaka da zu weit und die Kickers haben Ballbesitz. Das muss ich sagen. Daniel Endres ist ja ein mitspielender Torhüter. Und da bin ich, auch wenn es manchmal ein bisschen knifflig aussieht, doch wesentlich entspannter als das, was Robert Wolnikowski immer mal wieder an Kabinettstückchen versucht hat. Am besten sogar auf der eigenen Fünferkante. Da werde ich dann immer sehr, sehr unruhig. Und das ist schon hier auch ein richtig guter Fußballer. Genau, das sieht man. Eckes. So, Spiel ist im Mittelfeld. Die Kickers präsentieren sich in der zweiten Halbzeit wirklich gut. Jetzt wieder ein Ballgewinn über Jakut, Wittgebigel. Und der Ball wird zurückgespielt nach Meier, der jetzt ein bisschen versucht, hier die Offensive mal einzuleiten, der nach vorne geht. Also man merkt jetzt in der zweiten Halbzeit bisher wirklich noch nicht so viel, dass da Viktor jetzt mit der vermeintlich besseren Elf auf dem Platz ist. Zumindest die drei Topscorer von Viktor in der bisherigen Saison, kann dann Wunderlich und Pagano sind jetzt im Team. 16 Minuten noch zu spielen. Etwas über 16 Minuten. Zeit genug für 2-3 Tore. Ja. Also in der 89. machen wir den Anschlusstreffer. In der 90. Lass uns ruhig angehen. Und in der 93. dann den Siegtreffer. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, gerne. Im Moment verwaltet aber Viktoria wirklich das Spiel. Machen nicht viel nach vorne, lassen den Ball hinten in den eigenen Reihen laufen. Es wird so lange gespielt, bis der OFC gewonnen hat. Müssen wir nur dem Schiri Bescheid sagen. Ja. Dass er das auch aussieht. Unsere gehen nicht vom Platz. Der Schiri kann ruhig vom Platz gehen. So, jetzt müssen die Kickers aber mal hier ein bisschen attackieren, denn Viktoria kann sich ganz in Ruhe den Ball zuschieben, ohne dass da die Kickers irgendwie mal an den Ball rankommen oder mal gefährlich attackieren können. Ohne Probleme spielt sich Viktoria jetzt da hinten den Ball zu und verlagert das Spiel mal von rechts nach links oder von links nach rechts. Komm, da muss mal jemand rangehen. Rechts außen alles frei bei Tahiri. Mangafitsch muss jetzt raus. Kann dann am Ball auf Wunderlich und schon verlagern sie wieder auf rechte Seite. Viktoria hat jetzt das Spiel schon 3-4 Mal von der einen Seite auf die andere Seite verlegt, ohne dass die Kickers am Ballbesitz am Ball gewesen wären. Hoher langer Ball, gut verarbeitet von Pagano auf Schlösser. Aber Jakut hat gut mitgeholfen mit Wittke, die beiden erobern den Ball. Und Jasula leitet den Gegenangriff ein. Schöner Pass von Jasula auf Tahiri. Kommt ja. Tahiri. 4-2, jetzt kommt der dritte offenbare mit, das ist Becker. Was macht er? Zieht ab, rechts am Tor vorbei, 1 Meter rechts am Tor vorbei. Ja, vielleicht wäre noch mal die Möglichkeit gewesen, in die Mitte zu spielen. Aber andererseits, warum denn auch nicht schießen? So, nach dem schönen Pass von Jasula jetzt der nächste Wechsel von den Kickers. Oh, gleich 3 neue. Kara, Fleischer und Jamali. Also, jetzt kommt der Nachwuchs im großen Stil. So, Becker ist der Erste, der raustrabt. Zweite Halbzeit war schon viel besser von Fabi Becker. Kevin Witt geht auch noch raus. Jetzt dürfen die jungen Wilden sich Stefano Meyer behaupten. Ja, das Spiel läuft wieder. Die Viktoria. Hast du schön treffend ausgedrückt, verwaltet das Spiel. Wird auf Nummer sicher gespielt, bedacht hinten rum.
lass die Offenbacher mal kommen. Die kamen auch ein ums andere Mal. Aber am Ende braucht man natürlich auch so ein bisschen das Fortun, bis heute zumindest Stegmann gehabt hat, denn er hat ja mit zwei Chancen zwei Tore gemacht. Und das zeichnet einen Goalgetter aus. Allerdings ist ihm das so im Ligabetrieb noch nicht gelungen. Und die Kölner Zuschauer haben uns hier in der Halbzeit bestätigt, ja, das war eher ungewöhnlich, aber sie haben sich natürlich gefreut. Klar. Eckes will jetzt mit zwei Bällen weiterspielen, oder? Ja. Ist vielleicht auch eine Variante. Da kommt noch mehr Belebung dann rein. Ja. Wobei die zweite Halbzeit nun wirklich schon von Seiten der Kickers auch gerade viel besser war als die erste Halbzeit. Wobei die erste Halbzeit auch nicht so schwach war, aber das ist heute alles schon mal auf einem besseren Niveau als noch das Hessspiel gegen Leverkusen. Das sieht man direkt. So, Tahiri gewinnt das Kopfballduell nach dem Abschlag von Endres. Zweiter Ball ist bei uns, Jakut am Ball. Der spielt erst nochmal zurück. Ja, dann geht es ganz zurück auf Eckes. Bin mal gespannt. Hier Fleischer, der bietet sich an. Er will auch noch Akzente setzen in den noch verbleibenden 12, 13 Minuten. Da haben wir ihn. Rausgespielt. Erneut Fleischer. Genau, die Jungen haben jetzt die Gelegenheit, sich mal anzubieten, um dann vielleicht öfter im Kader zu sein. Oh, das war blitzgescheit gemacht von Jakku. Da hat er vorne Tahiri gesucht und jetzt Schön. Im zweiten Nachfassen. Gut gemacht von Tahiri. Schön. Oh, da war ein bisschen, ein klein bisschen Abseits. Das Abseits sogar, war? Ja, meinst du, war Abseits? Sogar ich würde dazu Echt? Tendieren, ja. Trotz zweier rot-weißer Brillen. Ja, aber ganz knapp. Doch zu ganz sehr knapp. Rot-weiß dann vielleicht. Ja. Aber ich hätte da weiterlaufen lassen. Na gut, dann schließe ich mich dir an. Im Zweifelsfall immer für den OFC. Genau. Ja, Katharina Lasan, unsere Kamerafrau, die leidet mit eiskalten Fingern an der Kamera am Zoom. Das ist auch ein Knochenjob, das muss man wirklich so sagen. Sie hat ja ohnehin immer Problemchen mit ihren kalten Fingerchen. Und ja, heute stehen wir ganz oben unterm Dach und da staut sich die Kälte. Insofern Respekt für die tollen Bilder, die sie uns einfängt. Und ja, toll, dass sie durchgehalten hat. Und das schafft sie jetzt auch noch die letzten 10,5 Minuten. Fleischer jetzt am Ball. Ja, Jasula. Also der Ball hoppelt doch ganz schön. Ja. Jasula ist jetzt zurück in die Innenverteidigung gegangen nach den Wechseln. Fleischer, Biggel machen die 6. Ja. Tahiri ist jetzt von rechts in den Sturm gegangen, ganz nach vorne in die Mitte. Ah ja, Eckes hat den. Eckes. Ja. So, Spiel verflacht ein bisschen, würde ich sagen, in den letzten Minuten. Kickers müssen noch mal was machen. Also wenigstens ein Tor, damit wir im Rückspiel ja, wenigstens ein Auswärtstor geschossen haben. Und du weißt ja, wie das ist jetzt hier. Dann kommen wir ins Viertelfinale, ne? Dann kommen wir Champions League. Ins Viertelfinale, ja. Sind eigentlich ja gesetzt fürs Finale, aber jetzt müssen wir uns doch qualifizieren und dann täte so ein Auswärtstor doch ganz gut. Genau. Ja. Wobei ein 2-0-Sieg. Schön abgeluchst. Das war sehr, sehr aufmerksam. Ich glaube, es war Tahiri. Ja, genau. Ja. Dann merkt man, dass die Jungen auch sich beweisen wollen. Jetzt links raus, das ist zu weit. Ja. Das ist zu weit. Da kommt Theo Nio nimmer ran. Ja. An dieser Stelle Grüße auch nochmal an die Geschäftsstelle der Offenbacher Kickers. Die werden sicherlich auch ja, kräftig arbeiten, aber so im Hintergrund immer mal reinlunzen, was die Buben machen und was wir so erzählen. Die haben es bestimmt schön warm. Die haben sich warm gearbeitet. Wir frieren ein bisschen. Naja. Ah, das war gefährlich, was die Viktoria da
hinten veranstaltet hat. Aber es ist gut gegangen und ja, wie das immer so schön heißt, wenn man führt, dann geht alles. Wenn man hinten liegt, dann geht alles nicht. Und ganz so ist es aber auch nicht, denn es sieht ja schon sehr ordentlich aus, was der UFC hier gespielt hat. Und es ist ja ein wirkliches Top-Team, die Viktoria, die sich den 2:0 Vorsprung in der Tat in der ersten Halbzeit verdient und herausgeschossen hat. Wobei sie jetzt auch nicht so überlegen waren. Kickers hatten ja auch Gelegenheiten. Nur in der ersten Halbzeit hat man die Abgeklärtheit von Viktoria dann doch gemerkt. Und die Kickers präsentieren sich hier durchaus gut bei dem starken Gegner. 7,5 Minuten noch. 2:0 liegt der OFC in Rückstand. Eckes will den Ball gar nicht wieder hergeben. Jetzt hat er dann doch ein Einsehen auf Fleischer gespielt. Bloß nicht quer zurück. Und genau das macht er. Aber bei Jasula klappt es. So, Fleischer. Ja, hat er gut gemacht. Links rausgespielt. Jakut. Ja. Da wird er gehalten. Da hat er ihn am Leiberl zupft. Am Leiberl hat er ihn zupft. Aber schön. Schön behauptet den Ball von Jakut. Schön. Komm, nochmal. Oh ja. Aber Kara zu langsam. Ecke vielleicht? Nee, sieht kann noch klären. Einwurf für die aus, Kicker. Aber immerhin Einwurf. Rot. Oh, 5 Minuten haben wir ja noch bis zu meiner Prognose. Dann kommt erst der Anschlusstreffer. Hatte noch ich reichlich ja gesagt. Zeit. Habe ich ja gesagt. Erst in der 89. machen wir den Anschlusstreffer. Weißt du auch schon den Torschützen, oder? Ich weiß ihn schon, aber ich verrate ihn nicht. Ein bisschen okay. Spannung müssen wir ja schon aufrechterhalten. Ich bin gespannt. Wenn er getroffen hat, löse ich es auf. Ja, jetzt wollen Sie es auch noch mal wissen. Dem ist wahrscheinlich kalt geworden da hinten. Ja. Aber das wird nie und nimmer was. Das sieht das geschulte Auge. Und da ist er auch frustriert. Genau. Ja. Mangafit schön schnell. Kann dann, hängt ihn da nicht ab und kann, dann lässt er direkt seinen frustfreien Lauf und haut den Ball gegen die Bande. So, Endres macht das Spiel hier langsam, komm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es dauert ein bisschen lang, bis er hier abschlägt. Da wollten sie kurz ausführen, aber Viktoria passt auf. Jasula hatte sich angeboten. Jetzt wird er aber lang geschlagen. Aber das dauert alles ein bisschen lang. Nun der Ball schon wieder bei Daniel. Also für einen Test so dienstags 14 Uhr. Mittags 14 Uhr muss man sagen, war das doch von beiden Mannschaften. Man muss ja auch berücksichtigen, dass sie mitten in der allerhöchsten Trainingsbelastung stehen. War das doch auf sehr, sehr hohem Niveau, was wir gesehen haben. Genau, das muss man sagen. War echt eigentlich ein schönes Spielchen. Auch in der ersten Halbzeit, wobei da Viktoria noch ein bisschen besser war. Zweite Halbzeit war auch ein schönes Spielchen. Da waren die Kickers dann wieder ein bisschen präsenter. Nur leider fehlte halt auch noch das Tor. Das ist dann halt der kleine Unterschied zu so einem Team wie Viktoria, das dann die Tore macht. Aber Viktoria ist ja auch ein bisschen weiter. Spielt nächste Woche schon ihr erstes Pflichtspiel wieder. Und die Kickers haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum 22.02. gegen Hoffenheim. Zweite Mannschaft leider. Nicht erste. Das war eine tolle Begegnung in der Hinrunde. Rico Schmidt am Zaun, hat den Capo gemacht. Da haben wir alle viel Spaß gehabt. Wenn das in der Rückrunde jetzt ähnlich wird gegen Hoffenheim, dann würde uns das doch sehr gefallen.
Schön. Ja, gut umgeschaltet. Das ist der Neuzugang bzw. neu eingewechselte. Das Jamali müsste das sein, oder? Ja. Ja, genau. 33. Ist quirlig, ziemlich klein und leicht. Schön. Ja, abgelegt. Oh. Da spielt Jakob nicht mit. Ja, genau, da hat er irgendwie ein bisschen geschlafen. Ja. Ja, du hast es freundlich formuliert. Ja, war eigentlich gut gemacht, schön weitergeleitet, aber Jakob passt einfach nicht auf. Konter von Victoria, Achtung. Wilke klärt schön, leider aber zur Ecke. Den hätte er auch ins Seiten ausklären können. Ja. Aber Hauptsache geklärt. Da geht er auf Nummer sicher. Schneller Angriff von Victoria. Zweieinhalb Minuten noch, dann ist hier Schicht im Schacht. Es gibt auch keinen Grund, hier groß länger spielen zu lassen. Eine siebte Ecke für Victoria. Auf der offenbaren Seite stehen vier oder fünf Ecken. Fünf. Ach nee, das ist vier. Ich dachte, das wäre das. Kickers haben drei Ecken. Drei Ecken, ja, genau. Und Endres jetzt den Freistoß. So, für wann hattest du das Tor angekündigt? Nur, damit ich schon mal darauf vorbereiten 89, kann. Du hast noch eine Minute. 89, okay. Hast nur eine ganze Minute. Ein bisschen Hektik hier, ne? 89. Anschlusstreffer. Noch ein bisschen Zeit. Ja langsam, der Angriff wird jetzt langsam aufgebaut und endet in einem Tor. 90. Ausgleich und 93. Ja. Treffer. Oh, jetzt machen sie dann ein Eckchen auf da hinten. Es wird ein bisschen eng. Ah, komm. Müsste der Ball mal raus. Ja, das wäre... Aber Jasula, schön ruhig macht er das und sieht auch noch Tahiri, aber der Ball ist leider am Aus. Ja. Jasula macht einen guten Eindruck, hat auch schon Leverkusen einen guten Eindruck gemacht, versucht vieles spielerisch zu lösen, haut die Bälle nicht so oft und weit nach vorne, die dann meistens nicht ankommen. Und vor allem zweikampfstark ist er und verliert wenig Bälle. Ja, die letzte Minute ist angebrochen. Tobi, dein Fazit, wenn es denn so bliebe, 2-0. Leider Niederlage, liegt dran, dass Stegmann die Bälle sicher verwandelt, wenn er die Gelegenheit hat. Zwei Chancen hat er gehabt, zweimal war der Ball drin. Kickers hatten auch gute Gelegenheiten, schönes Spielchen war das, gutes Niveau eigentlich für den schlechten Rasen und dafür, dass beide Teams so quasi zwei, dreimal am Tag trainieren, mitten in der Vorbereitung sind. Echt gutes Niveau. Kickers haben gut mitgespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Schöne Aktionen gehabt. Jetzt nochmal mit Theo vorne. Pass aber zu ungenau. Und Victoria kann klären. Überwunderlich jetzt. Kleinen Unterschied merkt man halt. Victoria ist einfach cooler. Endres spielt wieder schön mit. Läuft einen langen Ball von Wunderlich auf Pagano ab. Schön aufgepasst von Endres. Das war's. Wir sagen Tschüss, verabschieden uns am Mikrofon Lars Kissner und Tobias Bach.